Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Toms Kellershow. Freuen Sie sich auf tolle Gespräche und einen interessanten Abend und auf viel gute Musik. Und nun begrüßen Sie mit mir unseren Gastgeber, Thomas von Meck. Jawohl, schönen guten Abend. Hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Was für eine Freude. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo, alles gut? Servus, geht's euch? Jawohl. Servus, Philipp. Immer. Alles klar. Ja, die Kellerkapelle, meine Damen und Herren. Wies Kaufmann an der Gitarre, am Schlagzeug Markus Meckmeier und Sir Andreas Marmsohn am Bass. Jawohl. Die Kellerkapelle, meine Damen und Herren. Tja, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Hause. Und natürlich das fantastische Publikum hier im Sudwerk in Batzenhäusl in Bozen. Ja, sensationelle Gäste werden wieder zu mir in den Keller kommen. Und er war 4 Jahre alt, als er seinen Vater fragte, wer ist der singende Mann im weißen Outfit da im Fernsehen? Und ab da wusste er, Rock'n'Roll ist sein Leben. William T. Geboren in Südtirol, aufgewachsen in Shanghai und Singapur. Vor 4 Jahren alles Bewährte hingeschmissen und widmet sich nun wieder zurück in der alten Heimat der Schauspielerei. Petra Rohrecker. Anfangs um seinen Berufswunsch belächelt, ist er mittlerweile einer der bekanntesten Modedesigner in der internationalen Modewelt. Dimitrios Panayotopoulos. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt fehlt mir nur noch eine, die meine, die bezaubernde Manuela Ramosa. Hallo. Wunderschönen guten Abend auch von mir. Als sein Volksschullehrer ihn die Aufgabe stellte, ein Bild zu zeichnen unter dem Motto, wie siehst du dich in 10 Jahren? Da malte er sich als Elvis auf der Bühne. Und tatsächlich, 10 Jahre später, das war 1992, stand er mit Gitarre als Elvis auf der Bühne. Und zum Glück hat er bis heute nicht aufgehört, denn jetzt ist er bei uns im Keller. Meine Damen und Herren, live on stage mit seinem Song Rock'n'Roll and Sex, William T. Rock and roll and sex is fine. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Come here, shake with me. Chicken wings and more, chili pepper and gold, the blue rash to out. It looks right. Ooh. I can't believe it. We are having a time. Rock and roll and sex is fine. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Come here, shake it with me. Lamb on subtle death, licking all the place. We spilled tequila over to get cool. I can't believe it, we are hanging tight. Rock and roll and sex is fine. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Come here, shake it with me. Rock and roll and sex is fine. Shake it, shake it, shake it, baby.
baby, shake it, shake it, shake it, baby, shake it, shake it, shake it, baby, come here and shake it with me. Shake it, shake it, shake it, baby, shake it, shake it, shake it, baby, shake it, shake it, shake it, baby, come here and shake it with me. Dankeschön. Super genial. Hallo, William. Super genial. Okay. Erzähl mal, was fasziniert dich an Elvis? Was ist das, was dich gefesselt hat von ersten Moment an? Seine Stimme eigentlich. Und nicht die Dance Moves? Nein, weil ich ihn gesehen habe, weil er praktisch im Fernsehen gesagt, weil er alt war, also alt, ah, okay. Die letzten Jahre war. Und mir hat die Stimme gefallen und dann hat es halt, halt so angefangen. Super. Sei also, Liebe auf den ersten Ton sozusagen. Ganz genau. Gehen wir zum Dominik. Hey William, danke Manu. Bitte gerne. Hey, grüß dich. Bitte den Platz. Dankeschön. Jetzt ist das zwar kein Cadillac, was wir da hergestellt haben, sondern ein ganz normaler Stuhl. Passt, aber genau. Passt gut. Was möchtest du trinken, William? Bier, bitte. William Tee. 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 Für Telser steht es. Also du stammst aus Meran. Meran. Und Jens davor in meiner Anmoderation gesagt, vor, du warst 4 Jahre alt. Ja, ja. 77. Wenn dann 77 ist es gewesen. Und dann habt ihr es da zusammen, du und dein Vater. Ja, ich habe eigentlich an die Welt die Zeichen, die Filme sehen und die ganze Geschichte. Und dann hat er halt alle die Nachrichten geschaut. Und dann habe ich eben das gesehen von Elvis und das hat mich so beeindruckt, noch seine Stimme und seit dem Tag... Gibt es nur mehr Elvis? Also stimmt das, was ich davor gesagt habe? Ja, jetzt mittlerweile habe ich seit 12 Jahren mit der Sache abgeschlossen. Abgeschlossen, okay. Sagen wir so, als Impersonator. Mhm. Du hast was mitgebracht, Sigi, ja. Das ist, der hat mich jetzt begleitet in den letzten 12 Jahren. Aha. Jetzt ist ein bisschen Schwitzen noch drin, aber ja. Hast du das auch noch auf Tour mitgehabt? Ja. Ja, cool. Bei jedem Konzert. Und, ehrlich? Jetzt habe ich ihn jetzt beim letzten Konzert noch nicht mehr da waschen, deswegen habe ich den bringen wir noch. Den waschst du nicht da. William, danke dir. Dankeschön. So, ja. So, ja. So, so, so. Dann warst du 4, dann bist du wirklich mit dem Elvis imitieren angefangen, hat es noch einiges gedauert. Ja, oder? Weil ich in allem. Platten gekriegt von meinem Vater, weil er Lehrer war sowieso Elvis-Fan. Und nachher habe ich die Alben gelesen, alle Lieder von Elvis, 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 Elvis. Mhm. Und dann mit 18 so ist das Karaoke raus. Also. Mhm. Und dann war ich, weiß ich noch, mit der Schule war mein Ausflug in Florenz. Und dann habe ich die Background-Music von Elvis gefunden. Mhm. Und dann habe ich eine Kassette aufgenommen. Zum Beispiel schon ein Stimmbuch gehabt? Ja, logisch. Okay. Ja, ja, Elvis. Nein. Und nachher habe ich eine Kassette aufgenommen und mal in Auto und meine Kollegen das hören lassen und gesagt, nein, das bist nicht du und so. Nicht? Und ich sagte, okay, dann mache ich heuer mit beim Talent Scout in Meran. Genau. Und dann hat noch das alles angefangen. Was gibt dir die Rolle Elvis oder vielleicht damals, weil mittlerweile ist es ja William T. Ja. Aber damals war ja da Elvis eine Rolle. Einmal war es die Stimme natürlich, aber das hat dir das irgendwas gegeben, oder? Ich weiß eigentlich selber nicht. Ich habe alte Lieder so gesungen und irgendwie ist meine Stimme ähnlich und dann logisch probiert auch zu imitieren und so. Nicht? Und dann hat es angefangen, praktisch mein erster Auftritt war dann bei den Talent Scout. Und nachher ein Kollege von mir hat ein Disco gehabt und hat gesagt, schau, machen wir Auftritte bei mir da. Nicht? Mhm. Und dann habe ich so eine halbe Stunde gespielt. Das war noch jeden Donnerstag fix. Und dann hat sich das allerweil mehr, dann bin ich in Ausland gewesen, ein bisschen Zeit bei die, wie sagt man, die Festivals ist so, oder? Ja, nein, ja, ist erst danach gekommen. Ja. Bei die, wie sagt man, in die Ferienorte. Ah, okay, ja, ja. Und dann habe ich einmal in Peter kennengelernt, in Hiegelsberger. Kennt man, gesagt, ist Südtiroler Künstler, ne? Ja, Maler. Dann hat er gesagt, schau, ich hatte etwas vor mit dir. Aber danach habe ich praktisch die Kassetten habe ich dann weggelassen und habe halt auf MP3 gehabt und so. Und plus habe ich noch mit der Gitarre da gespielt. Und dann bin ich mit ihm in Baden-Baden gewesen, bei der Deutschen Sportlerwahl. Und dann habe ich im Forum für die ganzen Sportler gespielt. Aha, so Beckenbauer und Co., oder? Ja, die ganzen. Und die haben noch mitgeschwingt? Sie haben getanzt ein bisschen und ja, Spaß gehabt und so. Ne? Und dann andere Orte haben wir gespielt, so Festivals.
Bis ich dann Gehringstufe war, habe ich gedacht, jetzt ist Album des Elvis. Da war viel und gesagt, Elvis. ich bin der William. Und dann habe ich gedacht, jetzt, ich hätte gerne eine Band. Und dann habe ich praktisch von der Mittelschule, das ist ein Musiker, und dann habe ich gesagt, hört, ja, ich hätte gerne schon eine Elvis-Band gegründet, aber dann auch mit anderer Musik von den 50er, wie der Chuck Berry, Little Richard. Mhm. Und da Johnny Cash und so. Ja, mach mal, jetzt warte, ich habe noch angerufen, das Gold, noch alle zusammen. Dann haben wir uns eine Woche drauf getroffen, sind wir im Proberaum rein, haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das, die Lieder haben sie gespielt und die ist gleich gegangen. Nicht? Mhm. Und sie haben es aber noch ursprünglich angecovert gehabt? Also ja, haben wir alles noch Cover. Das war 2004, habe ich das. Genau, am 14. Februar 2004 war das. Das erste. Valentin. Sankt Valentin, perfekt. Der Freiling wählt der Stand, das spielt mit der ganzen Band. Das ist ja also Rockabilly, was es macht. Ne? Das ist eine Stilrichtung im Rock'n'Roll. Ja. Lebst du denn das Rockabilly auch in der Freizeit, daheim, zum Beispiel im Hause Williams D? Ich höre viel der Musik. Aha. Wenn ich Auto fahre und so, no, das gibt mir ein bisschen. Aber hast du daheim auch die alten Eiskasten stehen, nein, Cadillac in der Garage? Ich habe schon einen eigenen Friseur. Seid schon. Okay. Mit dem Cadillac. Mit dem Cadillac, ja, diese Geschichte. Die gibt es auch. Genau. Du, und Rockabilly, wenn man jetzt so spielt mit der Band und so weiter, dann fällt mir jetzt Elvis Presley ein, diese kreischenden Mädchen, die fallen reihenweise um. War das auch ein Grund, Elvis zu spielen? Nein, dass du das sagen willst, mir hat gefallen, das Singen und auf der Bühne in die Leute etwas zu geben. Mhm. Weißt du, das gefällt mir, wenn sie mitgehen und so. Mhm. Mittlerweile hast du eine Band, die heißt jetzt William T. and the Black Fifties. Das hat, so hat sich auch geheißen, als sie gegründet haben. Aha. Auftrittsmöglichkeiten mit Rock'n'Roll in Südtirol ist nicht so einfach, oder? Also ich spiele mehr im Ausland, oder? Kann man wir spielen so viel im Ausland. Wo aber, zum Beispiel? So von den Staaten her, dass man noch ein bisschen... Ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, früher waren wir in Frankreich. Mhm. Jetzt in Spanien noch mehr auf Radio. Mhm. Und nein, es läuft gut, weil es ist so gewesen, ich habe mich bei einem Rockabilly International Contest vor 2012 haben wir mitgemacht. Und dann haben wir nichts gemacht, weil wir eben noch gecovert haben. Ja. Und dann habe ich mit dem von Chef von der Label, was da war, und dann mit ihm gesagt, schau, Stimme passt alles, also allein mit Chorsongs kann ich nichts anfangen. Ja. Also er wollte von euch eigene Songs. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt wenn ich heimgehe, fange ich an zu schreiben. Gestern lang vielleicht so leicht, jetzt geht es schon einen Song, oder? Ich muss halt den Tag haben und sagen, okay, jetzt schreibe ich über das. Ne? Und dann habe ich noch ein paar geschrieben und das Jahr darauf haben wir nicht mitgemacht. Und gesagt, machen wir es in zwei Jahren wieder. Dann haben wir wieder mitgemacht. Und nachher, weil du praktisch spielst du drei Viertelstunde jede Band. Und machst wie ein Konzert. Bewertet praktisch. Und dann im Backstage war ich dann, habe ich mir gesagt, okay, jetzt gehen wir raus. Und wir gewinnen jetzt den Plattenvertrag. Das war der erste Preis, oder? Der Plattenvertrag? Das war der erste Preis. Okay, also wir gehen jetzt raus, weil ich will den Plattenvertrag, wir gehen raus und dann gewinnen wir. Und dann sind wir raus, richtig was. Kariki. Und dann habe ich gleich gesagt, so, wir starten jetzt mit unserem Song, Rock'n'Roll und Sex. Und dann hat sich das so entwickelt, wie als ob es richtig ein Live-Konzert war. Nicht? Mhm. Weil das erste Mal waren wir mehr so aufgeregt und so. Angespannt und so, ja. Dann war fertig, alles super gegangen und so. Und die anderen Bands so. Und dann um Mitternacht war die Preisverteilung. Und dann haben sie mir gesagt, ja, und am dritten Platz, die waren schon mal hier, William T. und der Black Fish. Ah, cool, dritter sein, ja, ist auch gut. Nicht? Ja. Weil man sich Plattenvertrag nein. Ja. Dann haben wir einen einen Preis geholt und so. Dann wollen wir gehen und sagen, nein, Moment, bleib hier. Weil die Jury hat sich entschieden, dass ihr den Hauptpreis gewinnt, den Plattenvertrag. Als Dritte habt ihr es dann im Plattenvertrag gewonnen. Und damit war es geschehen. Und dann ist die CD rausgekommen, die dann letzte, haben wir gleich Shake It Baby. Das, ist dann das war im März und im Dezember ist rausgekommen. Dann haben wir noch die Lieder geschrieben. Und jetzt sind wir dabei für die nächste, die kommt dann im März raus. Ja, und dann werden noch alles eigene Songs drauf sein. Auf der da sind 12 eigene und auf der nächsten sind alle. Auf der 15. Ja. William, das waren jetzt meine Fragen. Dankeschön. Danke. Wir haben sie da so laufen in der Kellershow, dass das Publikum auch Fragen stellen kann. Und das schreibt sie ja fleißig, also das Publikum schreibt ja fleißig auf die Karten auf, ganz auf die genau. Bierdeckel auf. Und jetzt haben wir aber keinen Einfluss mehr, gell? Jetzt kommt was kommt. So. Bist du bereit, William? Feuer fertig, los. Wie viele Elvis-Kostüme hängen in deinem Schrank? Elvis-Originale oder Nachbar? Sagen wir mal Kostüme, müssen nicht. Kostüme, keine. Ich habe früher so ein Jackett gehabt. Erst einmal ein Gilet mit so Pailletten. Mhm. Und dann habe ich mir von der Schneiderin eine goldene Jacke machen lassen in Pailletten. Und die Seil hängt. Sonst nichts mehr. Okay.
Ist der nächste Job Schauspieler? Nein. Nichts für dich? Nein. Also definitiv jetzt, wenn du sagst, eine CD produzieren mit eigenen Songs, das heißt beruflich auch dorthin? Denn du hast ja im wahren Leben hast du einen anderen Beruf. Ja. Du bist nicht Berufsmusiker. Nein, aber das bald wird es sein. Wird es sein? Das ist bald. Ist bald. Okay. Wo war dein größter, emotionalster Auftritt? Ich glaube, das Ballett dann im Plattenvertrag gewonnen. Pullman City. Ja, das weißt du, weil ich auf deinen hier unbedingt das gewählt. Ist Insider kein Pullman City, nicht? Pullman City ist eine Westernstadt, ja, wo wirklich das Leben vom früher oder Westernleben oder Rockabilly gelebt wird. Nicht? Ja, genau. Sie machen dann die Events, verschiedene Events. Das ist eine eigene Stadt extra für den, nicht? Ja, und mittlerweile sind wir einer von den beliebtesten Bands geworden. Ja. Jetzt spielen wir eben bei einer Rockabilly Convention als Hitliner. Mhm. Und das ist schon, was ich denke, so. Ah, das geht schon ab. Cool. Eine haben wir noch. Glaubst du, Elvis lebt? Die Frage aller Fragen. Also ich sag so, für mich ist er gestorben, aber weil da sind Sachen dahinter, aber sagen wir so, er ist gestorben. Er ist gestorben. Das ist, sagen wir noch, William T. Dankeschön. Danke. Danke. So. William, ich lasse dich dabei wieder auf die Bühne, denn du hast nur einen Song mitgenommen. Meine Damen und Herren, bitte, dein Weg auf die Bühne. Wir wollen uns nochmal richtig von der Rockabilly-Bewegung anstecken lassen, oder, liebes Publikum? Genau. Und dann hören wir jetzt einen Klassiker von Elvis Presley. That's all right, Mama. Rock'n'Roll, William T. und die Kellerkapelle. That's alright, you. That's alright, Mama. Just the way anyway you do. That's alright. That's alright. That's alright, Mama. Anyway you do. Well, Mama, she don't told me. Papa don't told me to. Son, you gotta fool me. Wish you ain't got for you. That's alright. That's alright, Mama. Anyway, you do. Tomorrow, leaving time for sure. That you won't bother with you hanging up, you do. That's alright. That's alright. Unser Gast ist ein echtes Multitalent. Wenn man ihren Lebenslauf anschaut, da steht da am Anfang Brand Communication Manager bei Hugo Boss, Geschäftsführerin einer Vertriebsfirma in China und dann plötzlich steht da Moderatorin, Film, TV, Werbung, Regieassistenz und Theater. Wie es zu so einem Lebenswandel kommt, das fragen wir Sie jetzt mal. Petra Rohrecker! Fein, dass du da bist. Hallo. Kurze Frage. Ja. Kannst du dir jemals vorstellen, wieder in deinen alten Beruf zurückzugehen?
Ganz ehrlich, nein. Müsste man da wahrscheinlich dachte, viel zahlen, oder? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es lange versucht, sozusagen den Weg zu finden. Und ich bin froh darüber, dass sie den Schritt gemacht haben. Und ich habe jetzt letztens wieder mal so, bin ich in ein paar Positionen gewesen, wo ich in die alte, sozusagen organisatorische Sache zurückgekommen bin. Und ich merke einfach, ich mache es nicht mehr mit so einer Leidenschaft wie vorher. Mhm. Okay. Also ich könnte nicht mehr zurück. Ich kann nur vorwärts, ich kann eine Mischung machen. Dann hast du praktisch den richtigen Platz im Leben gefunden. Absolut. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ah, schön. So was wünscht sich jeder. Danke. Ganz Dank. Zwei schöne Damen. Peter, hallo. Bitte. Bitte. Danke, danke. Du bist auf die Füße gestanden, oder? Nein, kein Problem. Aber ich stehe auf dich, oder? Ja, du stehst auf mich, wörtlich. Was magst du denn trinken? Lass mal ein Glas Wasser für jetzt, danke. Ein Glas Wasser? Danke, ja. Und vielen Dank, dass ich da sein kann. Ja, gerne, super, gerne. Super, freut mich. Das hat ja alles ja, so spontan geklappt. Bei den ganzen Engagements dann das so kurzfristig einfach zusagen. Also, ich bin begeistert, dass es geklappt hat. Ja, danke. Und danke dir für die Möglichkeit, dort zu sein. Ja, gerne. Echt eine tolle Show. Du hast da was mitgebracht? Ja, ich habe etwas mitgebracht. Ich muss sagen, es ist nichts Materielles. Nee, das war nicht... Und zwar möchte ich dir nämlich Momente schenken. Und du hast mich schon einmal angesprochen. Ja. Und deswegen möchte ich dir was schenken, wo du Momente auch mit mir unter anderem haben kannst, wenn du möchtest. Mhm. Na, und deshalb möchte ich dich einladen, einmal zu einem Theaterabend, wo ich spiele. Ja. Das verjährt nicht. Also, wenn du dann Zeit hast und mal schauen, zuschauen kannst, würde mich freuen, würde dich gerne einladen. Und zu einem Aperitivo im Kapuziner in Bruneck, was sie eingerichtet haben. Wow, so. Das ist schon. Dankeschön. Das werden wir bald einlösen, wollte ich sagen. Gerne. Und danke dir für dieses tolle Geschenk. Ja, gerne. Irgendwann denke ich, das ist das Beste, was ich von mir geben kann, was mir ausmacht. Dann können wir noch einen Haufen ratschen. Ja, also, genau. Ein bisschen Zeit haben wir und jetzt versuchen wir mal den ganzen Werdegang zu rekonstruieren. Okay. Also, in Südtirol geboren. Richtig, ja. Tochter arbeitsintensiver Eltern, sage ich mal, die sehr viel gern gearbeitet haben. Ja, und das absolut. An der Arbeit wegen dann noch, ich glaube, nach Singapur oder Shanghai? Zuerst sind wir nach Shanghai damals, das war 96. Ja. Wie alt warst du zum Beispiel? Dann war ich 10 Jahre alt. 10 Jahre alt, ja. Und so wie es meistens so läuft bei den Firmen, heißt immer so ein Jahr nur oder nur 3 Jahre. Und wir sind damals als ganze Familie mit rüber nach Shanghai. Und dann sind wir 3 Jahre dort geblieben, das bis in 99. Und dann sind wir nach Singapur. Ich persönlich war dann 5 Jahre dort, also ich habe die Matura dort fertig gemacht oder Highschool. Ja, und wie waren das jetzt sprachlich? Pushtor? Pushtor direkt ist komplett weg, oder? Nein, und ich muss dazu sagen, meine Eltern sind ja nicht einmal von Pushtor, deswegen ist bei uns, ich glaube, man kann meinen Südtiroler Dialekt nicht wirklich zuordnen. Okay. Aber Hauptsache, man versteht mich, dann passt schon. Das machen wir Untertitel. Sonst Untertitel Deutsch oder Chinesisch oder Englisch. Nein. Ja, aber die sprachliche Barriere, also du kommst in ein neues Land, neue Kultur, neue Sprache, alles neu, groß. Ja, absolut. Also es war ja auch so, dass wir rübergekommen sind und ich kann mich noch gut erinnern an den ersten Schultag, weil wir haben weder Englisch noch Chinesisch gekannt und es war eine Schule, die war hauptsächlich auf Englisch, aber auch Chinesisch. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin damals mit meinem kleinen Bruder, der ist 2 Jahre jünger, und ich weiß nicht warum, unsere Eltern haben uns einfach ganz allein in diesen Schulbus gesetzt. Also einfach tschüss und macht's gut und toi, toi, toi. Und ich glaube, das lag einfach daran, dass sie selber, meine Mutter, auch nicht Englisch oder Chinesisch kannte und sich dachte, ich kann da eh nicht helfen. Und ich bin dann einfach als 10-Jähriger mit meinem Bruder dahin und zum Sekretariat und habe wörtlich nur gesagt, Petra, Hannes, Klaas. Und das war's. Und dann haben sie uns zur Klasse hingebracht. Und wir mussten auch gleich am ersten Tag einen Aufsatz schreiben. Und das war auf Englisch und ich kann mich erinnern, weil ich bin heulend nach Hause, weil ich habe nur ein Wort hingeschrieben und das war Dragon, also Drachen. Und Dragon habe ich dann irgendwie hingeschrieben und bin dann heulend nach Hause, weil ich dachte, jetzt schmeißen mich die von der Schule, weil ich es so schlecht gemacht habe. Dabei war das nur ein Einstufungstest, um zu sehen, wie gut das Englisch war. Also das wusste ich aber nicht und bin heulend nach Hause. Aber die Schule war gut in der Hinsicht, dass man es gab eine eigene Klasse für Kinder, die die Sprache nicht können. Und da haben wir wirklich schnell, innerhalb eigentlich von 3 Monaten, waren wir komplett normal in Englischunterricht bei allen Fächern dabei. Mhm. Und Chinesisch dann auch. Also die war gut organisiert, die Schule. Ja, zum Glück doch. Peter, jetzt, das klingt ja alles so, das klingt echt wahnsinnig. In dein Alter drüber, dann machst du die Matura drüben. Ja, genau. Sind das ja komplett 2 verschiedene Kulturen, würde ich mal sagen, oder? Ja. Behaupte mal, ich weiß es nicht. Na, schon so, ja. Liegen nur der große Unterschied zwischen dem Südtirol und dem Chinesen? Ja, liegen, ja. Also Buchhaus, ich will jetzt auch keine irgendjemand beleidigen. Na, es war sehr spannend, muss ich sagen. Die Kulturen mittlerweile,
versteht, ich habe ja dann letzt, also bevor ich dann alles geändert habe, habe ich ja auch in China gearbeitet und man merkt auch im Arbeitspensum noch mal mehr, anders als die Erfahrung als Kind, dass schon eine Kultur anders tickt. Aber Jana hat ein paar Parallelen gefunden zu unseren Kulturen oder auch sehr italienische Kultur, kann man auch sagen. Sie legen sehr viel Wert auf Familie. Sie plaudern auch gern laut und lachen auch laut, so ein bisschen wie wenn du dann wirklich sozusagen gemütige Leute um die hast, was bei uns ja auch so in der Kultur ist, machen gerne Witze. Was sie aber nicht machen, sie sagen nie, wenn sie etwas nicht wissen oder dann, Hauptsache, sie sagen irgendwas. Also schon alleine beim Wegfragen, die schicken dich dann in eine komplett falsche Ecke, ist gleich, Hauptsache, also, sie haben was gesagt. Und das muss man halt drauf haben, aber wenn man das weiß, dann ist das okay. Am Anfang ist man dann eher so ein bisschen, warum hätte er nicht gleich gesagt, dass man es nicht weiß. Ja. Jetzt haben wir die Schule durch, dann wollte der Vater, dass du unbedingt irgendwas mit Wirtschaft machst. Also du musstest... Du hast gemisst Erfolg im Business, oder? Kann ja, ich das so sagen? Ja, kann man so sagen. Ja. Also ich habe in Singapur, man muss dazu sagen, in Singapur habe ich dann immer schon Theater gespielt auch und auch Kunst gemacht. Und schlussendlich dann, wo es, und auch ich habe Wirtschafts-, also eben, ich habe immer so versucht, einen Mittelweg zu finden zwischen das, was ich möchte und was auch die Erwartungshaltung war. Und mein Vater ist einfach eine dominante Person, hat ja selber den Karriereweg immer schon so stark eingeschlagen. Und dann war die Ansage eben, du machst sicher nicht Schauspielerei, sicher nicht Kunst, das machst du, wenn dann, als Hobby. Du gehst was Ordentliches studieren, so wie man halt allem sagt. Und zusätzlich meint er, und wenn du irgendwas studieren gehst, weil ich wollte eigentlich nach England gehen, weil ich alles auf Englisch gekannt hatte, um ehrlich zu sein, meint er, na, du gehst auf die Uni Bozen. Und am Anfang war ich dann so da, ja, aber es... Und die Überlegung war nicht schlecht. Es geht ihnen ja auch darum, Italienisch noch zu lernen. Hell, muss ich sagen, hat die drüben nicht. Also sie hat dann Spanisch, aber nicht Italienisch nie. Und damit du weißt, woher du kommst, so hat er das gemeint. Und ich bin dann auf die Uni Bozen gegangen schließlich. Ich habe das Wirtschaftsstudium abgeschlossen. Aber ich habe schon gemerkt, dass das erste Jahr in Südtirol für mich wieder eigentlich für mich ein Kulturschock war. Also ich hatte zum Glück noch Familie da, Verwandte, die das noch geholfen haben. Aber es hat schon ein Jahr gebraucht, dass ich mich wirklich da eingewöhnt habe. Wir waren zwar schon immer über die Jahre immer wieder da, aber es war dann doch was anderes hier zu leben. Ja. Aber in der Zwischenzeit wurdest du dann aber auch noch Topmanagerin. Du hast bei Hugo Boss gearbeitet, bei einem Automobilzulieferer, glaube ich, ja, in Deutschland. Ja, es war eine Engineering-Firma, genau, für Automobilhersteller. Und dann als praktisch die Vertriebsfirma übernommen für China. Habe dann eben dort gepowert sozusagen und habe mich dann hochgearbeitet zum Schluss. Und war dann eben immer wieder zwischen China und Deutschland eigentlich unterwegs. Ja. Aber irgendwie angekommen, wenn du sagst, die totale Karriere, also die ganzen Pläne sind aufgegangen, aber das waren die Pläne mehr vom Vater als von dir. Und dann, Gesagt, hast du alles hingeschmissen, dass ich sage, okay, ich bin bis dorthin gekommen. Genau. Also für mich, ich will nicht mehr. Genau, also für mich war genau das irgendwie der Punkt, ich war 27 damals, da dachte ich mir so, jetzt habe ich eigentlich das erreicht, wo ich mich eigentlich richtig freuen würde und wo auch alle Freunde und Familie gesagt haben, war toll und bin stolz auf dich und super. Viel Kohle. Verdienen gut, jung, viel Verantwortung und so weiter und so fort. Also eigentlich hätte ich müssen richtig glücklich sein und ich habe einfach gemerkt, das bin ich aber nicht wirklich. Und dann habe ich wirklich ein Jahr lang intensiv darüber nachgedacht. Und schlussendlich bin ich zum Punkt gekommen, na jetzt, ich will das einfach für mich versuchen. Und dann habe ich eben alles gekündigt und dann eine Theaterschule gesucht. Und übrigens dann zufällig in Bruneck. Man muss mittlerweile sagen, dass ich in der Zeit dann auch entschlossen hatte, nach Südtirol zu kommen, zurückzukommen. Wegen der Schauspielerei allein? Nein, oder? Nein, wegen meinem Freund, muss ich sagen. Weil ich mittlerweile das... Deswegen bin ich auch heute hier, weil ich wirklich positive Sachen in Südtirol gefunden habe. Und mir geht es wirklich gut hier. Also muss ich sagen, hat sich geändert. Du hast denn irgendwie mal, ich habe das irgendwo gelesen, wenn ich recherchiert habe, dass du gesagt hast, also Südtirol, damals wollte ich schon nie wieder zurück, weil die Großstadt ist groß. Also das kann ich mir nie mehr vorstellen. Und jetzt bist du da. Ich glaube, es passiert allem so das, was man am lautesten streit, kriegt man. Das also ich habe allem gesagt, sicher nie an Südtiroler, sicher nie Südtirol. Und jetzt bin ich die Einzige in der Familie, die genau das gemacht hat. Also ich bin jetzt als Einzige zurück. Aber und ich muss sagen, ich genieße Südtirol. Wirklich, das sind banale Sachen. Ich genieße frische Luft. Ich genieße, dass ich mit einem Radl fahren kann. Ich genieße, dass ich die Natur habe. Ich habe einfach gemerkt, ich glaube, vielleicht ist das auch ein Lebenswandel, wenn man älter wird. Aber ich genieße das jetzt einfach. Na, stimmt. Ja, schon. Okay. Danke. Petra, du hast dann in Rekordzeit, sage ich jetzt mal so, die Schauspielschule gemacht. Du hast sie abgeschlossen. Mittlerweile sehr engagiert gewesen in den verschiedensten Projekten. Du hast bei Honig im Kopf Till Schweiger mitgespielt. Ja, das du war leicht. Du hast Fernsehen, Theater, Werbespots. Also du bist überall ein bisschen rumgewesen. Was ist denn jetzt aber wirklich deiniges? Was gefällt dir jetzt am besten? Ich muss sagen, der Hauptschwerpunkt für mich momentan ist immer noch Theater.
Ich muss sagen, das ist einfach meine Passion. Da wollte ich auch noch kurz noch sagen, es ist wirklich so eine Entscheidung zu treffen, das nochmal alles zu ändern. Ja. Kann ich jetzt leider, das ist vielleicht, was ich weitergeben möchte, nur jedem empfehlen. Also ich habe einfach gemerkt, auch wenn für mich war dasselbe, ich habe nicht gewusst, was passiert, wenn ich das alles hinschmeiße und dann Theater probiere. Und vielleicht kommt man ja auch nach einer kurzen Zeit drauf, das ist es doch nicht. Vielleicht hat man ein falsches Bild im Kopf gehabt. Aber für mich war dann einfach wichtig zu sagen, okay, ich probiere es. Weil es ist egal, wenn ich scheitere, aber zumindest habe ich es probiert. Und dann werde ich es für mich für immer wissen und nicht ein Leben lang fragen, was wäre gewesen, wenn ich es gemacht hätte. Aber hätte ich es nur gemacht. Hätte ich es nur probiert, hätte ich es nur gemacht und das wollte ich nicht. Ja, genau. Das geben wir allen mit. Kann ich nur unterstreichen. Peter, viele Projekte, ihr habt gelesen, Theater, Monologe, mit Kollegen spielst du schon, also bist ja komplett neu im Geschäft, aber schon quasi ausgebucht, oder? Momentan, ich muss sagen, ich bin selber überrascht, wie gut es das erste Jahr gelaufen ist. Normal ist das ja relativ schwierig. Ich bin das Jahr jetzt wirklich ausgebucht und ich schätze mich also überaus glücklich. Das ist nicht so üblich, dass es so läuft. Mhm. Und deswegen freue ich mich total. Und eben, ich habe eine tolle Mischung gefunden zwischen Theater, zurückzukommen zu deiner Frage, es macht mir alles ein bisschen Spaß. Also ich muss wirklich sagen, auch Moderation habe ich mittlerweile gemacht, was mich sehr reizt. Und eben Fernsehen auch, klar, wobei ich jetzt noch nicht so aktiv im Fernsehbereich selber war, muss ich sagen. Ich habe nur das genommen, was irgendwie so auf mich zukommen ist. Aber grundsätzlich hat mich einfach diese Entscheidung freier gemacht. Also ich merke, ich kann das jetzt für mich komplett entscheiden. Und wenn morgen was anders kommt, dann mache ich vielleicht das auch noch dazu. Schauen wir mal, was kommt. Ne? Genau. Und deswegen zum Beispiel auch das mit Kapuziner, mit der Einrichtung, mit Design, weil das ist einfach... Das ist auch noch ein Zum Wohl. Das war eine Special-Einladung von Philipp. Ist das für mich? Nein, nicht. Nein. Peter, meine Fragen waren das. Und jetzt kommen wir die Fragen vom Publikum. Dein Applaus. Okay, bin ich gespannt. Danke. Manu. Da gäbe es natürlich noch so viel zu erzählen, aber die Chance kriegen vielleicht auch die Leute noch in Zukunft, wenn sie deine Theatervorstellungen besuchen werden. Aber ja, jetzt gerne, mal schauen, was das Publikum wissen möchte. Schau mal. Ist der große Traum Hollywood? Ha, gute Frage. Ich krieg die oft gestellt. Muss nicht sein, muss ich sagen. Also ich merke einfach, damit ich glücklich bin, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr komplett nur auf Karriere gehen kann. Das habe ich irgendwie jetzt über die Jahre festgestellt. Für mich muss immer irgendwie alles das Umfeld auch passen. Also ich habe mich auch oft gefragt, wenn ich jetzt hier alles links liegen lasse, Freunde, Familie und die Leute, die ich mittlerweile weil ich hier habe, und das alles zu schmeißen. Und jetzt, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre irgendwo wieder alleine in L.A. in irgendeinem Zimmer... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich es unbedingt machen würde. Also wenn es irgendwie klappt, über Wege, dann gerne. Und dann würde ich es aber immer versuchen, dass ich das irgendwie von der Konstellation so hinkriegen kann. Also die Heimat wieder in Buschertal gefunden, oder? Ja, schon. Mhm. Aber was mich schon reizt, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, ist vielleicht auf Englischsprachige was auch zu machen. Ah, ja. Okay, machen wir noch eine? Reis oder Knödel? Was nochmal? Reis oder Knödel? Gute Frage. Von wem war der? Schon die Knödel. Nein, wir haben schon eine tolle Küche. Es gibt ja Knödel mit Reis. Stimmt, gibt's auch. Reisbällchen und so. Da gibt's zum Beispiel. Es gibt... Wichtig ist, dass die Pfifferlinge noch dabei sind. Ja. Nein, schon da die Küche da, muss ich sagen. Ja. Wie ist Til Schweiger? Til Schweiger, oder weil ist ein Insider hier, der weiß das. Til Schweiger, muss ich sagen, war eine ganz tolle Erfahrung. Er hat uns sogar noch eingeladen, nachher auch zur Premierenfeier und sogar zur Geburtstagsfeier. Also er war wirklich ganz herzlicher Mensch, sehr freundlich. Und du hast bei Honig im Kopf. Genau, und dann, das war eine nette Erfahrung, muss ich sagen, weil es war nicht einmal so geplant, dass wir wirklich mitspielen. Wir waren eigentlich nur Extras im Hintergrund gewesen. Das war damals noch während der Theaterschulzeit. Mhm. Unsere erste Erfahrung an irgendeinem Set. Und wir mussten, ehrlich gestehen, ich wollte schon fast nach Hause gehen, weil ich mir dachte, wenn ich da im Hintergrund rum, das bringt mir ja nichts, das ist ja uninteressant. Und dann ist aber hergekommen und hat zwei von hat uns von der Theaterschule... die Telefonnummer gegeben und gesagt, machst mit, oder? Nein, hat uns aber rausgepickt und hat dann gesagt, spielst du die Szene.
Und wir haben es nur einmal gedreht. Und ich glaube, das war für ihn dann anscheinend auch speziell, weil er so bekannt ist dafür, dass er öfters dreht, weil er es genauso haben will. Was er aber nicht wusste, muss ja auch dazu gestehen, dass wir Schauspielstudentinnen sind. Also er war dann total beeindruckt. Ich meine, passt, das müssen wir nicht nochmal drehen. Und dann hat er uns noch ein paar Mal eingearbeitet. Also hast du die Telefonnummer von Til Schweiger oder nicht? Ja, muss ich zugestehen, habe ich leider nicht. Ich Ach so, na, der Freund sitzt ja da. Habe ich gar nicht gefragt. War nicht interessant. Nein. Okay, das waren auch die Fragen jetzt vom Publikum. Super. Peter Horiger, Dankeschön. Echt cool. Wir haben wieder noch ein bisschen Zeit, über das eine oder andere aus deinem Leben noch zu besprechen. Und jetzt, meine Damen und Herren, gibt's wieder was auf die Ohren. Rock'n'Roll. Und zwar einen Titel von William T. Jump in my Cadillac. About you, and is it true? If you have, and why with me? Ooh, oh yeah, alright. Ooh, oh yeah, alright. Jump in my Cadillac, I'd take you for a ride. Under the sky tonight and let the stars shine in your eyes. Ooh, oh yeah, alright. Ooh, oh yeah, alright. I love is you, is it good, be true. Give me your hand and walk with me. Dankeschön. Er arbeitet schon bei Jill Sander in Hamburg, bei Hugo Boss in Mailand und bei Vivienne Westwood in London, bis er schließlich 2007 sein eigenes Modelabel Dimitri gründete. Er ist bekannt für den mediterranen Stil, wunderschöne drapierte Kleider mit weiblichen Silhouetten. Doch was steckt hinter dem genialen Kopf der Marke und
wie behauptet man sich in so einem harten Business? Ich bin gespannt auf seine Geschichten. Meine Damen und Herren, Dimitri. Hallo. Fein, dass du uns da bist. Ich weiß ja, dass du seit 2010 bist auf der Fashion Week in Berlin vertreten, genau. Gell? Was macht denn für dich eine Fashion-Show, wie gelingt es? Wie gelingt es? Ja, mit viel Arbeit gelingt es. Es ist schwierig für mich immer zu planen, ob die Show erfolgreich ist oder ob wie groß die Show wird. Das kommt mit der Zeit, das ist ein Prozess, Designprozess und ja. Und dann passiert es halt. Und der gelungene Show zum Schluss, wie kannst du sagen, hat gepasst? Ja, ich bin ja sehr kritisch mit mir selbst, deswegen eine gelungene Show habe ich bis jetzt eigentlich, also ich bin jemand, der eigentlich nie zufrieden ist, deswegen, also ja, in der Presse ist sie jetzt mal gelungen, aber für mich, also ich habe immer das Gefühl, ich muss immer wieder was draufsetzen. Ja, logisch, sonst kann man sich ja nicht verbessern. Ne? Genau. Mal, ich bin begeistert. Danke. Wir uns zum Dank. Danke. Was darf ich dir anbieten zum Trinken oder was darf der Philipp machen für dich? Du müsst jetzt Uso trinken, oder? Nein, aber Wasser bitte. Ja. Aber Wasser. Du hast hier noch was mitgebracht, genau, bitteschön. Das ist ein Bäckchen. Darf ich das gleich aufmachen? Ja, bitte, gerne. Wie Weihnachten. So, und ich mache das, und meine Mami hat auch im Schumpfen, du danke. Reichst das halt mal. Na, bitte Verlater aufreißen. Ich habe eine Weile mit, okay. mit der Schleife Probleme gehabt, aber ja. Wow. Also, wow. Also wenn die Größe nicht passt, bitte Bescheid geben. Das ist jetzt eine Größe M, im Fall Bescheid geben, falls eine Größe S. Sollte gehen, jetzt kommt noch genau. Weihnachten. Also okay, ich glaube, da wächst sie gern. Herzlichen Dank. Bitte schön. Herzlichen gerne. Dank. Und da ist eben auch Geschichte dahinter, dass ich das immer so, weil es gibt jetzt ja nicht nur Dimitri die Damenlinie, es gibt ab Januar nächstes Jahr gibt es eben auch eine Herrenlinie. Aha. Und das ist jetzt das erste Stück, wo es jetzt, jetzt offiziell natürlich im Fernsehen jetzt, aber das hat noch keiner gesehen und... Das ist eben das erste Stück und das ist ein kleiner Teil von der Kollektion. Ja, sensationell. Danke, Dimitri. Bitte schön, gerne. Herzlichen gerne. Dank. Wow. Danach probiere ich es. Ja, bitte. Ja. So, jetzt muss ich es echt nochmal anlesen, davor ist mir es gelungen. Dimitrios Panayotopoulos. Kein Südtiroler Name. Perfekt. Besser ausgesprochen wie ich. Ist kein Südtiroler Name. Nein, ist kein Südtiroler Name. Mein Papa ist Grieche. Ja. Und meine Mama ist Südtirolerin. Mhm. Und wir haben sich damals in London kennengelernt und sind dann zurück nach Südtirol. Und ja, und so bin ich halt da jetzt entstanden. Also du bist immer schon in Südtirol geboren und trägst einen griechischen Namen. Genau. Und Dimitri ist die Abkürzung. Dafür die Dimitri auch. Genau. Perfekt. Dimitri, jetzt hast du für einen Modeschöpfer, denke ich, ist so die Metropolen Paris, London, Mailand und was weiß ich wohin. Das sind so die Zentren. Mhm. Aber dein Atelier und alles ist in Meran. Genau. Warum? Ja, das ist eigentlich eine komische Geschichte. Ich habe ja jahrelang im Ausland gearbeitet und bin dann irgendwann, wo der Punkt, wo es nicht mehr weitergegangen ist bei mir. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ein Label in London, weil ich war in London, zu gründen. Und ich dachte, ist ein bisschen schwierig. Und ich bin jemand, ich fange gerne eher klein an und dann peu à peu, step by step. Mhm. Und ja, und Mailand genauso. Mailand ist ja die Modemetropole überhaupt, genauso wie Paris, New York, wären wir jetzt vielleicht auch zu mir wäre alles zu groß, als ich hätte Angst gekriegt. Und dann haben wir gedacht, okay, na, wenn bitte von klein an. Und dachte, was gibt es besser wie da? Die Kontakte natürlich von der Home aus sind auch da. Klein anzufangen geht da gut. Die Mieten sind nicht so teuer natürlich wie jetzt in London zum Beispiel. Zum Beispiel ja. Mhm. Und dann einfach, ja, und dann irgendwann ist das da entstanden und mehr Mitarbeiter, größere Kollektionen. Und irgendwann habe ich dann, ja, jetzt bin ich halt da. Und ich bin dann in den Sprung irgendwie nicht mehr, ich wollte eigentlich immer wieder zurück nach London. Mhm. Aber der Sprung ist mir dann irgendwie, man hat ja Verantwortung. Es sind Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt mittlerweile? Es sind 5 Mitarbeiter, dann vor die Kollektionen sind natürlich 7 Mitarbeiter, dann natürlich die Presseagentur. Es hängt so ein großer Dings dabei. Ne? Und eben, und deswegen, und eigentlich im Endeffekt geht es mir ja gut. Also so eine Lebensqualität, wie wir da in Südtirol haben, findet man jetzt nicht überall. Natürlich bin ich nach wie vor ein London-Fan. Also ich sage heute immer noch, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte oder
will sofort nach London ziehen. Okay. Aber also mir geht's im Moment geht's mir da gut. Es ist halt für mich eigentlich so ein Rückzugsort. Weil nachdem ich für die Fashion Weeks komme, für die Modewochen, wie letzte Woche, wo ich eben gerade in Mailand war auf der Modewoche, ist das für mich so, ich komme zurück, kein Mensch kennt mich. Ich muss jetzt da nicht irgendwie im Interviews mit Models und jeder, weil es ist halt, Mode ist also, das ist manchmal das, was mich so aufregt, weil man mit Mode wird man so reduziert. Also ist, wenn ich irgendwo hingehe und triff jemand, ah ja, du machst Mode, okay, was kommt nächstes Jahr? Was ist nächster der Trend? Was sagst du zu meinen Klamotten? Es nervt dann, oder? Ja, es nervt, weil es geht eigentlich immer nur um Mode. Und ich bin eigentlich, in meinem Leben geht es ja nicht nur um Mode, ich habe andere Interessen auch. Und, du hättest ja aber auch die Chance gehabt, denn deine Mutter führt ein Hotel. Mhm. Warum hast du nicht das Hotel übernommen? Ja, ist für mich ein bisschen schwierig. Diese unsichere Geschichte mit der Mode. Ich bin sehr launisch. Und natürlich im Hotel, also in jungen, als mit 14, als Jugendlicher habe ich im Hotel auch gearbeitet. Es ist natürlich schwierig, wenn ich erst um 6 in der Früh heimgekommen bin und dann um 7 Uhr Frühstück machen muss. Und dann die ersten Gäste kommen und dann alle so total und guten Morgen und Ding. Und wenn ich dann und denke, oh Gott, nein, bitte. Ich bin dann ins Schwimmbad und habe die Füße ins Hallenbad getan, weil ich zum Abkühlen, weil man halt doch ein bisschen länger weg war und vielleicht zu viel getrunken hat. Und ja, das war halt nicht so meins. Also ich bin eher so hinter die Kulissen, geht gut. Und bei mir ist das so mit den Gästen, also manche Gäste mag ich, manche Gäste mag ich nicht. Und das kannst du natürlich im Gast nicht sagen. Das soll ich nicht machen. Und somit ist das eine, dass ich mich im Hotel so eher im hinter den Kulissen immer noch ein bisschen eigentlich dabei bin und das großartig meine Schwester und meine Mutter machen. Und meine Mutter wäre natürlich froh, weil sie natürlich immer gesagt hat, lern was Gescheites. Weil Mode ist jetzt natürlich, und ich habe spät mit der Mode angefangen. Und deswegen wurde das für sie schon, um Gottes willen, jetzt will er Mode machen. Und wo findet man das in Südtirol? Nein, das ist ja nicht. Und plus, wie kriegt man überhaupt das, was man kreiert, dann unter die Leute? Genau. Das frage ich mich eben. Das ist nicht so einfach. In Merano, man sagt, okay, vielleicht in London. Gut, du warst in London. Und genau. Aber wie kriegt man dann wirklich seine Kreationen wirklich unter die Leute? Dass das auch funktioniert und dass du davon leben kannst? Also das geht natürlich durch, also erstens ist schon mal, man muss ungefähr, und ich denke, Gott sei Dank habe ich vielleicht die Gabe, dass ich das Talent dazu habe, vielleicht die Trends aufzuspüren oder den Stil, den ich habe, dass der bis jetzt bei den Damen sehr gut ankommt. Mhm. Natürlich hängt da ganze Maschinerie dabei. Also es ist in der Mode, es gehört sehr viel Presse dazu, also in einer Presseagentur. Dann die ganzen Social Networks, mittlerweile, früher wurde es ja noch weniger, mittlerweile kostet mir das ja schon, bis ich meinen Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tumblr, ja, die heißen. Modewelt, die Glamourwelt, die lebt damit. Genau, also und die ganzen Blogger, und das ist ja dann, und ohne meine Presseagentur würde ich das nicht alles alleine hinkriegen. Mhm. Und ich bin trotzdem immer noch der Mensch, der eigentlich gerne viel selber macht, und gerade in dem Bereich. Und es fällt mir dann schwer, da meine Aufgaben als abzugeben. Deswegen die ganzen Social Networks, und das machen alle sie. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, zum Beispiel, weil, entschuldige, wenn ich unterbreche, bei der Recherche haben wir so 600 Presseartikel gefunden. Mhm. Und das ist sicher nur ein kleiner Teil. Genau. Aber wie schafft man es auch in die Presse? Weil das braucht man wahrscheinlich auch, um die eigenen Kreationen, sag jetzt mal, unter die Leute zu bringen. Das ist ja ein Weg. Also ne? Man hat ja seine Presseagentur, und dort werden dann, also ich mache ja 2 Kollektionen im Jahr. Mhm. Also Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Und die werden dann der Presse 2-mal im Jahr, genauso wie die Shows, werden der Presse präsentiert. Also in meiner Show sitzen natürlich Frontrow, zweite Reihe, dritte Reihe, ist natürlich Promis und die ganze Presse von Vogue bis Marie Claire, bis Burda, bis die ganzen Zeitschriften. Insta. Und die sehen natürlich die Kollektion und sagen, okay, das war jetzt super, weil wir haben das Thema zum Beispiel im Winter. Ach, das geht wirklich so? Also es geht wirklich auf Gefallen? Die haben ja schon teilweise Vorstellungen. Ah, okay. Also die haben ja ihre Redaktionssitzungen, wo sie noch Themen arbeiten. Wo sie sagen, okay, heuer im Winter ist zum Beispiel Schwarz unser Hauptthema. Und habe ich natürlich auch jetzt gut getroffen, weil meine letzte Winterkollektion war Schwarz. Und dann gibt es noch einen zweiten Termin, wo sie aber dann eher im privaten Bereich die Kollektionen betrachten können, weil am Laufsteg ist natürlich alles total top gestylt und schaut alles gut aus. Und da kann man jetzt schwer unterscheiden, ist das jetzt tolle Verarbeitung, weniger tolle Verarbeitung und hin und her. Und die schauen sich dann die Sachen an, und das entscheidet dann die Presse, die Redakteurin, ob sie meine Sachen mag oder nicht. Okay. Also es kann passieren, dass zum Beispiel sie meine Kleider nicht gefallen, und dann bin ich nicht in der Presse. Und somit falls aber wahrscheinlich, das spürst du dann gleich, oder? Im Verkauf, genau. Unter Anfrage, Nachfrage. Genau, logisch. Und natürlich auch bei Blogger.
Weil bei mir ist es so, ich bin ja nicht, also ich bin der Designer, der zum Beispiel für seine Promis, also ich bezahle nicht für ein Endorsement. Aha. Also ich zahle keine Lena Gerke oder... Ich wollte kurz sagen, weil Lena Gerke hat erst kürzlich was gepostet. Genau. Ich glaube, sie hat ein Bikini angehabt. Genau. War im Gesamten schon mal schön, aber es war ein Bikini von dir. Und das postet die nur so. Genau. Ich habe mich auch gefragt, wird jetzt von dir bewusst eingekleidet, damit die sich jetzt dort präsentiert? Oder ist das wirklich, das kaufst du sich? Also ich habe so eine VIP-Liste, gerade von deutschen Promis zum Beispiel, wo ich jetzt sage, okay, das ist auf meiner Liste, die muss für mich in Ordnung sein. Und dann gibt es eine Liste, wo ich sage, das ist ein totales No-Go. No-Go. Also die kriegen von mir keine Klamotten zur Verfügung gestellt. Weil es werden ja die Klamotten zur Verfügung gestellt. Mm-hmm. Also Lena Gerke und jetzt ab und zu etwas geschenkt natürlich. Mm-hmm. Weil sie natürlich für den Post, was sie macht, verkaufen natürlich auch dann 20 Bikinis. Ja. Und genauso mit den Blogger. Also sein Heizertag-Blogger ist ja so weit, dass der ja wirklich für einen Post teilweise 10.000 Euro kriegen. Ah. Und ich, Gott sei Dank, bin nur in der Lage, wo ich die Blogger meine Sachen so toll finden und das also von sich aus mich anfragen und sagen, ich hätte gerne das und das Kleid von deiner Kollektion, darf ich das drogen während der Meile in der Fashion Week. Okay. Aber wie gesagt, in der No-Go-Liste, also da entscheide ich und wer meine Sachen kriegt, genauso wie damals, habe ich das Glück gehabt, dass Carolina Kurkova das Topmodel. Genau, das ist die zweite, und die da lustigerweise war wirklich ihre Stylistin bei mir in der Show und die kann mich nur erinnern, dass sie dann nach der Show, weil meistens geht man dann nach der Show noch vorne schon ins drin, Zelt, ja, was trinken und die natürlich haben dann nach der Show natürlich gleich schon zwei, drei getrunken. Und mir hat dann irgendwie so Stylistin schreibt mir halt noch, nicht ja, und der läuft die Show und bla bla bla, nicht. Und die mir dachte, ja, hör ich schon gut. Und sie ist extra von New York, so denke ich mir, ja, genau. Mhm. Und kriegt dann wieder am nächsten Tag einen Anruf und die sitzt gerade im Flugzeug und irgendwie kriege ich einen Anruf. Du, mir einen Anruf von Carolina Kurkova, ihre Stylistin war auf der Show, sie braucht das und das Kleid, weil sie hat in zwei Tagen Premiere in New York für damals eine Sendung, was sie mit Naomi Campbell gemacht hat, nicht? Und die im Flugzeug, jetzt wo ja schon bitte Handys ausschalten, die mir denken, oh Gott, das will ich mal schnell eine Agentur schreiben, nicht? Und die noch, nein, du hast da noch kurz warten, bitte legen Sie Handy weg. So genau, einen Satz noch bitte. Und die noch schnell eine Agentur, das Paket muss nach New York so schnell wie möglich. Und ja, hat dann Gott sei Dank geklappt. Und das und war dann wirklich, das hat ich bin natürlich dann jeden Tag in der Früh gleich auf meine ganzen Twitter und überall hin und geschaut, hat sie das blaue Kleid, dann hat sie das blaue Kleid. Und dann am dritten Tag hat sie es angehabt. Und hat Gott sei Dank damals wirklich dann sogar noch Naomi Campbell wirklich mit dem Dings übertroffen, weil das war wirklich in jeder Zeitschrift, Bild, letzte Seite, New York Times war das drauf, also wirklich überall rein. Und das war Dimitri, das alles funktioniert, das merkt man. Und man merkt da, wie viel da Energie reinsteckt und Liebe und ein klarer Weg. Dimitri, herzlichen Dank. Danke. Meine Fragen, jetzt kommen die Fragen aus dem Publikum. Die Manu ist schon fleißig unterwegs, sammelt ein paar Deckel ein. Und das nehme ich auch gleich mit. Dankeschön. Schon gut. Jetzt bin ich echt gespannt. So. Zumindest kann jetzt nicht die Frage kommen, was ich normalerweise immer hast. Das ist meistens so vor der Show kommt die Frage, was war deine Inspiration? Nein. Ich habe sie doch auch gehabt. Zum Glück kann ich sie nicht stellen. Schauen wir mal, was da kommt. Hast du eine Lederhose? Nein. Nein, habe ich nicht. Aber es gibt total viele Fotos von mir als Kind, weil ich die Lederhose, sogar mit roter Lederhose, und weil ich als Kind die Lederhosen so gerne getragen habe. Und jetzt nehmen wir. Na leider nicht, weil irgendwie, ich schaue da in meine, in so dürre Füße. Also auch wenn ich auf dem Oktoberfest bin, das schaut dann bei mir irgendwie, ich versuche das dann irgendwie anders zu kombinieren, dass das halt dann das eher trachtig ausschaut. Aber Lederhosen bei mir, ich weiß nicht. Ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht jetzt, wo ich älter bin, möchte ich es nochmal probieren. Ja. Unbedingt. Unbedingt, oder? Ja. Lederhosen. Zeitloses Kleidungsstück. Was sind deine Hobbys? Was macht dich aus? Meine Hobbys? Ja, es waren Hobbys. Mittlerweile habe ich wenig Zeit für Hobbys. Also früher habe ich sehr gerne Tennis gespielt. Mhm. Und auch, also war in Amerika bei Nick Politieri damals, wo wirklich Tommy Haas und die ganzen tollen, jetzt so gut war ich nicht, aber halt im selben Camp in dem Moment. Camp zumindest. Yes. Und was habe ich noch für Hobbys? Reisen natürlich. Wie findest du deinen Ausgleich so? Den sagst? Ausgleich? Ja. Ha. Du hast gesagt, weil du wieder in Südtirol arbeitest? Ja, also ich kann sagen, was ich nicht tue. Also ich gehe nicht auf den Berg. ich gehe gern, ich schwimmen kann ich auch nicht sagen. Ich, ja,
weil ich nenne es ja, ich wohne im Hotel, also kann ich jeden Tag schwimmen gehen. Jeden Tag Urlaub. Ist eigentlich nicht so fast wie Urlaub. Also ich dazu reisen. Also Reisen ist, glaube ich, so mein Haupthobby. Und vielleicht, ja, Golf spielen habe ich auch angefangen. Aber ja, das ist mir dann auch zu langweilig geworden. Ich war eher der, der auf der Driving stand ist und die ganze Zeit die Bälle nach oben geballert hat. Weil dann beim Putting Green vorne nur das kleine Balle da in das Ding da, das war mir dann zu langweilig. Also ich schlug gerne. Also echt die Aggressionen also mit so, ein bisschen ja, ich so Aggressionen. Also wie beim Tennis auch, wo man draufschlagen kann. Der doch. Ja. Ohne, oder? Ohne. Was ist dir bei deinen Models wichtig? Bei meinen Models? Also bei meinen Models ist wichtig, dass sie Ausstrahlung haben, dass sie gut laufen können, dass sie von der Figur her auch passen, weil das ist bei mir so, also meine Sachen sind ja sehr feminin und wenn die jetzt wenig Brust hat, ist natürlich bei meinen Kleidern ein Problem. Und damit das soll ja alles dementsprechend ausschauen und ja, also sie sollen feminin, sie sollen Selbstvertrauen, sie sollen aber gut laufen können. Aber sehr viele die dunklen Typen, oder? Ich also ich, Frauen, schon als gell? Kind, ich liebe dunkle Frauen. Und Naomi ist einfach, ja. Die Muse, das ist so. Ja, das schön. War ein Traum. Und bis jetzt habe ich sie viermal verpasst und ich hoffe irgendwann noch, dass ich sie sicherlich irgendwann mal treffe. Und scheinbar war sie mal im Iran, aber ich glaube heute noch nicht, dass sie das war, weil dann war ich vielleicht enttäuscht. Das stimmt. Also ich habe meine Vorstellung von Naomi und die ist perfekt und so muss das bleiben. Ja. Also, super. Ich drücke die Daumen, dass sie triffst und sie dann etwas von dir ansieht. Absolut. Öfters und ich habe schon die Anfrage. Aber sie möchte nur selbst entworfene Kleider, nur für sie. Okay. Also Kollektion mag sie nicht. Kollektion mag sie nicht. Nein, Kollektion mag sie nicht. Sie mag nur für sich. Weil sie und für ihr würde ich eine Ausnahme machen? Ja, wäre mir sonst gar... Ich würde gerne noch eben, können wir machen. Vielleicht brauchst du auch so zum Stecken. Ja, Wurst. Ja, okay. Ja. Ich heb's ja, damit sie nicht umfällt. Ja. Weil ich habe ja damals sogar die Mose von J. Lo bekommen. Ah! Die verrotest du mir dann noch, okay? Dimitri, danke schön. Bleib noch ein bisschen durch. Tja, neben Elvis Presley ist William T. auch ein Johnny Cash-Fan und seitdem der beste Freund von unserem Chris. Freuen Sie sich auf William T. und der Kellerkapelle mit Folsom Prison Blues. I heard a train in come, it's rolling around a bend. And I see the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But the train keeps a rolling on down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with young. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I heard the whistle blowing, I hung my head and cried. Fencing Danny Carr, they're probably drinking coffee and smoking big cigar. Well, I know I had it coming, I know I can be free. But the people keep on moving, and that's what tortures me. That's where I want to stay.
Millennium T und die Kellerkapelle. Genial. So. Kim, ich begleite zum Stammtisch. Zum Stammtisch, Omi. Genau. Dimitri, ich habe mal gelesen, du holst ja auch die Inspiration unter anderem aus der Musik. Mhm. Was löst jetzt Rockabilly bei dir aus, also Rock'n'Roll? Ich kann jetzt nicht genau einen Unterschied zwischen Rockabilly und Rock'n'Roll. Kenne ich jetzt nicht genau. Also ich kann nur sagen, was mir gefällt, mir persönlich, ich bin Fan von David Bowie, Lenny Kravitz, die Rolling Stones, The Cure, geht dann wieder eine ganz andere Richtung. Oder so typisch englische Bands wie Blur. Mhm. Und ja, das ist so meine Musikrichtung. Aber ich finde die Musik toll und ich bin ganz begeistert. Und lustigerweise ist mir vorher draufgekommen, dass man sogar erkennt meine Schwester. Die Welt ist klar. Ich bin ganz begeistert, wo er vorher erzählt hat, er spielt teilweise vor 10.000 Leuten, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, ich würde sterben vor Lampen. Deswegen, na, finde ich super. Ja, machst du voll gut. Die Chinesen hochen Rock'n'Roller? Ja, mittlerweile machen die Chinesen ja alles. Also man kann es auch nicht so sagen, Chinesen, aber sie nehmen schon ganz viele westliche Sachen auf. Nicht allein Musik, aber auch im Stil und alles. Nicht. Knödel. Ich kann mich noch, jetzt wollte ich gerade eine Geschichte wegen Stil übernehmen. 96, wollen wir damals drüber sein, haben die Leute abends Pyjamas auf der Straße getragen. Und dann haben wir uns gefragt, warum ziehen die Pyjamas auf der Straße? Und dann sind wir draufgekommen, die haben nicht gewusst, dass sie haben einfach gleich mitgekriegt, dass man im Westen etwas hat, was man abends anzieht und es ist ein Pyjama. Aber sie haben nicht gewusst, dass man das dann zu Hause zum Schlafen anzieht. Jetzt waren die wirklich so Männer und Frauen mit Teddybären und so auf der Straße, weil das war westlich und das war aber gut. Ja. Aber mittlerweile ist das, sie sind ja teilweise Vorreiter in viele Sachen. Ja. Jetzt seid ihr ja in Metropolen unterwegs, international unterwegs, vor vielen Leuten. Dann ist ja auch wieder Südtirol ist ja auch sehr bekannt und alles, nicht? Aber trotzdem kann man das vergleichen jetzt draußen. Also wir haben es davor ein bisschen versucht gehabt, nicht? Es gibt dann Ähnlichkeiten. Wie ist das bei dir jetzt, wenn du jetzt in London wieder bist und zurückkommst wieder nach Südtirol? Diese auch modische Parallelen oder Logos, du hast gerade davor gesagt, Mailand ist ein Desaster momentan. Nein, im Moment, also wo ich letzte Woche in Mailand war, weil ich einfach im Moment finde ich, die Mode, das ist ja teilweise Zirkusveranstaltung. Durch teilweise Lady Gaga damals und hin und her, was ich jetzt fürchterlich finde, weil ich mein Gott, für die haben gerade Zirkuszelte und so und mir, keine Ahnung, eine Masse auf den Kopf habe. Das ist halt für mich nicht mit Mode zu tun. Also geht es nur mehr ums Auffallen. Mhm. Und genauso ist es teilweise im Moment auf die Fashion Weeks, die, wo, ja, ich kann auch nichts damit anfangen mit Schuhe, wie wir gerade vorher geredet haben, diese, was Frauen im Moment scheinbar Trend sein soll, diese durchgehenden Plastiksohlen. Gesundheit, Schlappen, Sandalen. Das kontrollieren wir alle Hände Und wahrscheinlich nächste Woche wird ganz China mit diesem Umrennen, oder? Die laufen schon damit um. Das kommt wahrscheinlich sogar von drüben. Ja. Und das ist dann parallel, ist Südtirol modisch anders als London. Mhm. Also es gibt in Südtirol sehr viel gut angezogene Frauen, aber es gibt da in Südtirol Frauen, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, die haben jetzt vielleicht noch nicht ganz mitgekriegt, was eigentlich modisch ist. Aber ich bin nicht derjenige, der jemanden vorschreiben möchte oder jemand vorschreibt, du musst das und das tragen. Oder das ist im Moment Trend. Ich sage immer so, jeder soll das anziehen, wo er sich wohlfühlt. Und solange er sich wohlfühlt, dann tragt er das auch ganz mit der anderen Persönlichkeit. Genauso kann es mir auch jemand sagen, schaut scheinend schrecklich aus, mein Gott. Aber es ist die genauso. Hose ist zu weit und hängt da bis auf Dings da bis auf den Boden. deswegen, ich sage immer, jeder soll für sich selber entscheiden, was ihm am besten steht und wo er sich wohlfühlt. Und dementsprechend. Und das ist ja eigentlich so ein Zusammenhang mit authentisch sein, oder? Mhm. Also, und Authentizität, schwieriges Wort, aber jetzt ist es gegangen, spielt auch jetzt bei dir eine Rolle davor, eher imitiert, jetzt bist du William T., oder? Wie wichtig ist für dich der Werdegang gewesen? Sehr wichtig, ja, also, weil jetzt fühle ich mich mehr in mir und die Sicherheit, das kommt auch gut an in die Leute, und weil ich mache das für sie fühle, während ich singe. Mhm, mh. Und mir macht es auch Freude, wenn ich sehe, die Leute umhetze und so. Und
Du hast das praktisch vom Besten angeschaut, ja. Und nachher bist du dein eigener Ding geworden. So soll es sein. Jetzt im Theater spielt man ja Rollen, also wird es schwierig, authentisch zu werden, oder? Um Erfolg zu haben. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Also es ist spannend am Theater ist ja das, dass man eben verschiedene Rollen spielt. Mhm. Und das ist auch der Reiz. Und der Reiz für mich, muss ich auch ganz persönlich sagen, ist immer so Rollen zu haben, wo man aus sich selber hinauswachsen kann. Weil erst dann wird es richtig spannend. Mhm. Aber genau um das machen zu können, dass man überhaupt in eine andere Rolle schlüpfen kann und in eine andere Geschichte eintauchen kann und in die Probleme oder die Tatsachen, die dort passieren, sich reinfühlen zu können, muss man eigentlich bei sich anfangen. Also die Theaterzeit jetzt war eigentlich eine Lebensschule für mich. Weil du musst grundsätzlich einmal selber wissen, wer du selber bist und was du machst und was die ausmacht. Und das brauchst du als Basis, damit du überhaupt offen bist, etwas anderes zu verstehen. Mhm. Und wenn du die selber von dir selber verschließt, dann kannst du, bist du gar nicht einmal so weit, dass du überhaupt geschweige denn jemand anders machen kannst. Also deswegen ist Theater eigentlich, hat mich mehr zu mir selber gebracht. Deswegen also eigentlich schon, du bist dann authentisch als Person selber, was dich stärker macht. Ja. William. Wie wichtig ist für dich Mode oder auch, wenn du auftrittst? Mann, weil Rockabilly ist eine Bewegung, ja. Ich würde gerne, wenn wir so mal in so einen Look haben, dass wir alle, so mal, die drei sind gleich, ich habe etwas anderes an oder kommt davon. Also so wie du heute bist, bist du so typisch? Ja, eigentlich nicht. Haben wir so Hemde, so Bowlinghemde an oder mit dem Logo hinten und dem Namen. Oder zum Beispiel, wenn wir spielen auf Hochzeiten und da sind wir halt ein bisschen mehr schicker. Mhm. Und mir haben jetzt etwas interessant. Passiert aber die Haare treffen, sondern haben mich eher mehr bleiben und so. Aber so haben wir alle gleich, nicht, dass mein Logo ist und so. Die Mode von ihm ist aber irgendwie zeitlos, oder? Die kannst absolut. Gott, wir halt eben die Jeans zum Beispiel, das ist typisch so ein bisschen James Dean. Und noch nie Heinz schon gesehen, weil jetzt alle schon auf seinen Ring durchschauen, der mir so gut gefällt, der perfekt zu meinen Dingen da passen da rein. Und am besten ist der Schwarze da noch nicht. Deswegen, also, ich finde das toll und es steht ihm gut. Und das ist halt Bewegung und jeder hat so seine Stilrichtung, die er einschlägt irgendwann. Nicht? Und ja, bei mir ist es schwierig. Ich bin immer in der Früh so, immer so. Immer denke ich mal elegant. Am nächsten Tag bin ich wieder, denke ich mal, ach, gehst du irgendwie, keine Ahnung, in Trainerhosen oder keine Ahnung, was aussieht. Also bei mir ist es so Stimmungslage. Meine Frau wäre froh, wenn ich mir auch solche Gedanken machen würde. Ich mal mir selbst das Beste, was im Kopf ist. Aber die Männer machen sich mittlerweile, glaube ich, fast mehr Gedanken als Damen. Ja, die sind ein bisschen eitel geworden. Die Männer sind viel eitler als Damen. Das stimmt. Und das wird eine Diskussion. Und jetzt haben wir noch was vor. Jetzt wollen wir so einen bekannten Modedesigner da haben. Und machen wir das jetzt mal ein bisschen Mode, Stilbewertung oder wie sagen wir so, Stilberatung eigentlich wäre das Richtige. Und dann haben wir jetzt jemand auserkoren, der uns da ein bisschen Model steht. Manu, wie immer. Immer ich. Manu, ich erkläre jetzt gleich, was es geht und du vielleicht richtest es schon ein bisschen her, weil es dauert ein bisschen. Passt. Gell? Vier Dank dabei. Manu. Denn wir haben uns gedacht, jetzt eben, wenn wir schon den Dimitri da haben, machen wir eine Stilberatung und wir haben jetzt was vorgegeben. Die Manu war schon irgendwie davor gebrieft und wir haben ja gesagt, also du hast einen Platz gekriegt in der Kellershow, nicht? Mhm. Und wie würdest du die kleiden, damit du da einer passt, oder? Mhm. Damit das alles passt, okay? Mhm. Und das werden wir so machen, ne? Okay. Und du bist der das jetzt bewertet und beschreibt, ne? Und es heißt die Jury und das Publikum hilft ein bisschen mit. Das machen wir so, okay? Gut. Na Dimitri, lass dich dabei da herkommen. Okay. Den Stuhl bring ich da rum und dann kannst du da wieder sitzen. Das machen wir jetzt so. Ja. Da vorne, ja. Danke. Da. In erster Reihe. So. Dann gehe ich jetzt mal da rum, weil die Manu wird dann in Kürze da bei dir rauskommen. Und jetzt warten wir ein bisschen, bis sie es ist. Kriege ich so Karten mit verschiedenen 1 bis 10? Nein, haben wir nicht hergerichtet. Aber ich würde sagen, Skala von 1 bis 10. Okay. Oder? Heute können wir uns drauf einigen, oder? Gut. Dimitri, vielleicht ein paar Sachen zur Mode. Gibt es eigentlich komplette No-Gos? Also, das geht gar nicht. Das liegt auch wieder im Auge des Betrachters. Wie gesagt, für mich sind so
meine Mitarbeiter werden mich jetzt hassen, weil ich finde den Birkenstock so schrecklich. Aber ich weiß, es ist angenehm für meine Mitarbeiter, weil die an der Nähmaschine sitzen und alles. Ich finde den einfach so grottenhässlich. Vielleicht mit weißen Socken oder so, oder? Nein, das nicht. Okay, aber ich kann natürlich nicht verlangen von meinen Mitarbeitern, dass die in die Stöckelschuhe an der Nähmaschine hocken. Nein? Und nur groß bei Herren fällt mir jetzt auf die Schnelle auch nichts ein. Was darfst du zum Beispiel überhaupt nie anziehen, William? Die Birkenstock. Der war rauglig. Du, Peter? Crocs, muss ich sagen. Crocs darfst du nie anziehen? Nein, und schon rein auf dem Material her, das ist plastikisch. Das heißt also, dieser Schlumpf-Dinger. Ja, und ich denke ein bisschen an Materialien, wo man denkt, das ist vielleicht zwingend. Und jetzt haben wir das Zeichen gekriegt, die Manu ist bereit. Das heißt, jetzt sind wir gespannt. Wir helfen natürlich mit einem großen Applaus. Und liebe Manu, Bühne frei. Jetzt, ich weiß nicht, gibt es jetzt hart? Ja, ich glaube es. Ich bin jetzt auch gespannt. Nein, absolut keine. Nein, also ich bin eigentlich angenehm überrascht. Weil ich kenne Manuela nicht gut. Also wir haben jetzt, glaube ich, vorher noch nie gesehen. Nein. Und ich bin wirklich überrascht, weil ich nicht gedacht habe, dass sie jetzt so kommt. Aha. Was hast du dir vorgestellt? Nein, weil das Kleid, was du vorher angehabt hast, ist sehr verspielt, mit viel Spitze, ganz viele Details drauf, die abgenähten Biesen zum Beispiel und alles. Und ich finde eben, dass dir sowas, das bist ja mehr, das unterstützt einen dein, also, du schaust, wie soll ich sagen, um jetzt nicht Dings, also, das bist eher du. Also das macht die Jugendlicher. Es ist Gott zum Beispiel jetzt gerade die Plissé-Röcke sind im Moment totaler Trend. Mhm. Die Länge ist zum Beispiel auch totaler Trend. Aber dann, kommt auch wieder die kurze, der kurze Rock als Trend? Das war jetzt klar, dass die Männer natürlich. Wo ist der kurze Rock? Ich finde das lange schon schön. Kurze können wir im Sommer kommt wieder kurz. Im Sommer kommt wieder kurz. Und dann zum Beispiel auch das Top, zum Beispiel, das im Moment totaler Trend, also die Negligé-Tops zum Beispiel. Mhm. Die sind im Moment überall, die ganzen Blogger zum Beispiel, die ganzen Redakteurinnen, in die ganzen Zeitschriften vom Vogue werden da publiziert. Lederjacke ist immer perfekt, ist allem super. Ja, also ich bin, mir gefällt es sehr gut. Ja. Oh. Yes. Jetzt vielleicht unsere Jury auch noch. Also, bei einem deiner Konzerte, wenn die Manu so hinkommen, dann. Perfekt, ha? Die Lode ist ein in dein Jump in my Cadillac und. Ha? Ich das. Peter? Ja, für mich auch 10 von 10 Punkten. Ich glaube, der Manuela kann man alles anziehen. Das stimmt. Schaut super aus. Und es ist auch mit. Weil sie strahlt richtig und ich finde, die Kombination ist super. Es ist nicht zu elegant, nicht zu leger. Es ist genau so eine Mitte für was die Show eigentlich ist. Es soll ja gemütlich sein. Ja. Ich finde, langer Rock auch super. Ich habe nie das Gewisse, dass man so viel auf Hocker sitzen hätte. Vielleicht, es ist eben auch bequem, wenn nachher. Ja, ist wirklich für Frauen, die denken mal so, oh, da wird mein Rock jetzt zu kurz, wenn ich da auf. Nein, ich glaube, das war gut, dass du das nicht gewusst hast. Und, nein, super, Katas. Danke vielmals. Okay. Auf jeden Fall, ich befürchte jetzt, dass bei der nächsten Kellershow alle mit dem gleichen Kleid kommen werden. Das nehmen wir in Kauf. Es ist kein Kleid, Thomas. So fangen sie mal an, gell? Ist ein Rock. Geht schon gut. Das machen wir schon. Ihren halt viel gelernt. So. Im Publikum ist da jemand so aufgefallen, der auch sehr authentisch außergeleuchtet hat heute? Also mir sind zwei Personen aufgefallen. Aha. Also einmal die Dame da vorne an der Bar. Okay. Entschuldigung, wenn ich jetzt auf sie zeige, die blonde Dame. Genau. Die sich jetzt zurücklehnt. Ja, genau. genau. Ja. Also die sehr schick. Aha, aha. Applaus. Stimmt. Sehr, sehr, sehr schön. Aha. Und die Dame da zum Beispiel auch. Ja,
Aha. Zwei Unterschiede, also drei unterschiedliche Kleider und alle drei. Es sind auch drei unterschiedliche Stilrichtungen zum Beispiel. Ja, ja. Nicht? Also das sie ist jetzt vielleicht ein bisschen freizeitlicher, viel elegant, ein bisschen reduzierter und eben auch die Töne zum Beispiel, die sie trägt, das Nude und das Beige mit dem Rosé. Perfekt. Und die Dame eben im klassischen Etui-Kleid und die lackenden Böms und gerade in die Grautöne. Und ich finde, sehr elegante und hübsche Frau. Applaus. Okay. Dankeschön, dass du den Spaß mitgemacht hast. Tja, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Und mir bleibt nur mehr zu sagen, es war wieder ein wunderbarer Abend heute. Viel zu kurz die Zeit, aber... Ist so, das geht, wenn es gut ist, dann läuft es einfach schnell vorbei. Das stimmt. Nein, okay. Also, Dimitri, jetzt muss ich schon nachfragen. Und zu mir sagst du nichts, oder? Ich bete mir einen Dexter auf. Du wolltest jetzt leider nicht verraten, dass wir vorher, bevor wir zur Maske gegangen sind. Ich habe eigentlich gefragt, weil er es für die Kleider anzieht. Deswegen danke. Oh, sie hat drei schöne Kleider mitgehabt. Ja, drei? Und dann haben wir irgendwann gehört, weil wir dann gesagt haben, er hat schon schwarz und ich habe einen schwarz und dann die Manuela hat schwarz und dann ich gesagt, nein, jetzt muss ich ein anderes Kleid anlegen, weil dann falsch. Deswegen sind wir auf Farbe gegangen. Aber und man hat leider Gottes, sie kann die Jacke jetzt nicht ausziehen wegen einem Mikro. Aber das ist hinten sogar noch ausgeschnitten. Sehen wir dann später vielleicht, wenn es wärmer wird. Dankeschön. Tja, meine Damen und Herren, hier bleibt nichts mehr anderes übrig, als wir zu danken euch allen. Rock'n'Roll lebt. William T. Danke. Wir werden noch viel sehen und hören von ihr, Petra Rohrecker. Tja, und im Prinzip, wenn man keine Birkenstock an hat, ist man richtig angekleidet. Dimitri! Tja, und damit Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Einschalten, liebes Publikum hier im Sudak-Keller. Ihr wart spitze! Meine bezaubernde Manuela Ramosa und die Kellerkapelle! Die Petra steigert im Rampenlicht. Der William spielt den Rock'n'Roll.